Denn da so neugierig? Richtig, es ist ein neues Tier am Set aufgetaucht. Und zwar der Skorpion. Der Kaiserskorpion. Die größte Art in der Familie der Skorpione. Genau so einer sitzt gerade am Dekolleté von Jackie von den Galactic Dancer. Auch der Kaiserskorpion besitzt natürlich den für diese Tierart so gefährlichen Stachel. Ein Stich kann äußerst schmerzhaft, allerdings nicht gefährlich für den Menschen sein. Sein Gift ist vergleichbar mit einem Bienenstich, wobei der Kaiserskorpion von zu Hause aus eher ein umgänglicher ist und kaum Angriffslust verspürt. Und auch Franzi von den Deutsche Bank Skyliners traut sich an das ca. 10 cm lange Tier. Ja, der Skorpion hat auf Franziska gesessen. Wie war's mit der Angst? Ja, die Angst war riesengroß. Ich meine, ich bewundere diese Tiere, ich mag sie auch echt gerne, aber ich habe immer Angst, dass sie einen stechen. Aber als er sich nicht bewegt hat, hat man ihn überhaupt nicht gemerkt. Aber sobald er dann gekrabbelt ist, hat man es gemerkt, ja. Was geht da im Kopf vor? Ich denke einfach nur, bitte, bitte stech mich nicht. Aber sonst war alles dann am Ende doch in Ordnung, ja. Aber die Begeisterung oder die Faszination für einen Skorpion war ja irgendwo da, weil du hast ihn dir ausgesucht, mit einem Skorpion ein Foto machen zu wollen. Genau, also ich wollte eigentlich dann doch nach Absprache mit den ganzen Mädels dann doch erst die Spinne nehmen, aber dann dachte ich mir, der Skorpion ist doch ein Ticken gefährlicher und dann nehme ich doch lieber den Skorpion, ja. Ivana hat die Scheren, mit denen der Kaiserskorpion normalerweise seine Beute tötet, sogar direkt am Hals. Aber er ist eben ein friedfertiger Zeitgenosse. Als nächstes notiert die Jury ein weiteres Tier. Und zwar den Leopardengecko. Der Kleine ist normalerweise in Asien zu Hause. Doch auch hier bei Alina gefällt es ihm. Immerhin hat sich die Tänzerin von Frankfurt Universe auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Zeug gelegt. Ja, Alina mit einem ganz besonderen Outfit. Was steckt da für eine Idee dahinter? Also die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich ein Foto mit diesem Leoparden-Leguan-Gecko machen wollte. Und mein Thema dafür war Fake. Ich bin ein Fake-Löwe und er ist ein Fake-Leopard. Ja, das war eigentlich so die Idee. Außerdem wollte ich mal so ein Ding anziehen und ein Foto damit machen. Und schon geht es weiter mit einer richtigen Piratenbraut und ihrem Papagei, wobei dieser sich mehr für die Augenklappe interessiert als für das Foto. Giacomo heißt der gefiederte Freund von Jackie, der schon deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, als er in einer TV-Show Dieter Bohlen ins Ohr gebissen hat. Hier scheint er allerdings friedlich zu sein, vor allem als er auch noch etwas zu essen bekommt. Dann klappt es auch mit dem Foto. Gleich geht es weiter, dann mit Schlangen. Genauer gesagt mit Tigerpythons.